Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Super Mystery Dungeon. Im letzten Part gab es Gruselgeschichten und natürlich auch wieder einige Aufträge. Ich bin gespannt, wie es nun weitergeht. Ich habe wie immer keine Ahnung. Guten Morgen. Lass uns auch heute wieder 100% geben. Hey, ihr zwei. Huch, Schnothelm. Was gibt's? Pampa meinte, er hätte uns allen was zu sagen. Pampa? Genau. Ich trommel gerade alle zusammen. Keine Ahnung, warum ich den Laufburschen spielen soll, aber jetzt muss ich zu Sesokids. Wobei ich mich ja insgeheim schon freue. Immerhin gibt mir das die Gelegenheit, mit meinem Herzblatt zu sprechen. Ha. Wir sollen uns alle auf dem Hügel mit dem großen Baum versammeln. Geht auf jeden Fall hin, kapiert. Bis später dann. Was will Pampa uns denn bloß erzählen? Mir schwant nichts Gutes. Aber es hilft dir alles nichts. Machen wir uns auf den Weg. Ich hoffe nur, dass er uns jetzt nicht dazu überreden will, nachts in die Schule zu gehen. Kapitel 8. Die Mutprobe. Jetzt hätte ich es geahnt. Was? Du forderst uns zu einer Mutprobe in der Schule heraus? Ja, du hast richtig gehört. Ich habe mir schon länger den Kopf darüber zerbrochen, denn seien wir doch mal ehrlich. Die Kinder von heute sind alle Waschlappen, die sich vor ihrem eigenen Schatten fürchten. Als ob er nicht selbst ein Kind von heute wäre. Damit meine ich vor allem dich, Jan. Was? Wenn ich daran denke, wie ihr euch wegen der Gerüchte neulich in die Hose gemacht habt. Das kann ja wohl nicht angehen, deshalb habe ich Folgendes beschlossen. Wir betreten bei Nacht das Schulgelände und stellen uns zu unseren Ängsten. So erfahren wir nebenbei auch gleich, ob an den Gerüchten was dran ist. Moment, wir? Du hast wir gesagt? Ist das ein Ernst, Pampam? Was soll die Frage? Sehe ich etwa so aus, als wäre ich zu Scherzen aufgelegt? Oder hast du etwa Muffensausen? Ach, so ein Quatsch, natürlich nicht. Also gut. Ich bin mit von der Partie. Wer traut sich sonst noch? Was, wenn unsere Eltern Wind davon kriegen? Die ziehen uns die Ohren lang. Dann pass halt auf, dass sie nichts merken, wenn du dich aus dem Haus schleichst. Und was, wenn das Ganze am Ende doch auffliegt? Wir dürfen uns einfach nicht erwischen lassen. Ich sehe da kein Problem. Ich bin auf der Seite von Pampam. Ich will diese Gespenster mit meinen eigenen Augen sehen. Also, Psiau. Ich weiß nicht. Psiau ist sowieso schon so creepy. Ich finde, das passt. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann, Psiau. Du weißt eben, was im Leben zählt. Gut, dann ist es beschlossene Sache. Heute Nacht schleichen wir uns alle heimlich auf das Schulgelände. Hey, Widerspruch ist zwecklos. Reiß dich zusammen und heb die Energie für später auf. Gut, dann sehen wir uns also alle heute Nacht. Ende der Ansprache, ihr dürft gehen. Als ob er das einfach so bestimmen dürfte. Jetzt haben wir den Salat. Ich will nicht mitgehen, so gar nicht. Aber versprochen ist versprochen. Auch wenn es gegen meinen Willen war. Naja, gehen wir erstmal nach Hause. Das gefällt mir alles ganz und gar nicht. Nachts ist es in der Schule bestimmt total gruselig. Ich will da nicht hin. Wenn ich nur daran denke, bekomme ich schon eine Gänsehaut. Svenja, ich brauche jemanden, an dem ich mich festklammern kann. Oh. Würdest du vielleicht mitkommen? Gehst du heute Nacht mit Jan zur Schule? Vorsicht, Klammergefahr. Geil. Ja. Danke, Svenja. Ich habe schreckliche Angst vor Gespenstern. Damit tust du mir einen riesigen Gefallen. Pass auf, dass sich kein Erwachsener sieht, wenn du heute Nacht das Haus verlässt. Kletter am besten ganz heimlich aus dem Fenster. Also dann, bis heute Nacht. Das ist irgendwie süß. Und geh ja nicht ohne mich voraus, Svenja. Dafür, dass Jan immer so unglaublich mutig ist und immer der Erste ist, der sich ins Abenteuer stürzt, ist das echt wahnsinnig niedlich, dass es doch etwas gibt, worauf er wirklich Angst hat. Bis später. Ha, na gut. Die Sache ist, wie gesagt, ich finde das von Jan ganz süß, weil er ja sonst eigentlich doch recht mutig ist. Aber ich habe ein echt ungutes Gefühl. Als hätte ich das geahnt, als das mit der Ansprache kam. Und Pampam ist doch hundertprozentig der Erste, der rennen wird.
Später. Also dann, ich sollte mich langsam auf den Weg zur Schule machen. Ich muss aufpassen, dass Blanas mich nicht erwischt. Kann ich jetzt einfach aus dem Fenster? Also dann, los geht's! Uff, ich glaube, ich konnte mich unbemerkt rausschleichen. Svenja! Jan! Oh, eigentlich macht's mir nichts aus, nachts rumzulaufen. Ich finde es sogar aufregend. Nur mit Gespenstern habe ich nicht so, das gebe ich gern zu. Du gehst vor, okay? Und ich bin ja dicht auf deinen Fersen. Och, Kurtchen. Ach, und bitte geh ganz langsam, ja? Ganz langsam. Wir schaffen das schon. Ach, da bist du ja endlich. Du hast ja echt ganz schön Zeit gelassen. Ha, sag mal, Svenja, ist das da Jan, der sich hinter dir versteckt? Feige wie eh und je. Naja, egal. Damit wären wir vollzählig. Also, fangen wir an. Jetzt sind wir alle an unseren Plätzen, aber was nun? Was sollen wir jetzt machen? Das ist ja wohl klar, oder? Wir warten darauf, dass die Gespenster auftauchen. Was? Wir warten auf die Gespenster? Ja, wobei ich eigentlich nicht glaube, dass sie sich einfach so zeigen werden. Ich glaube, wir müssen sie irgendwie herbeirufen. Aber das geht doch nicht. Wir... Huhu, ihr Gespensterchen. Wo seid ihr? Wenn es euch wirklich gibt, kommt raus und zeigt euch. Bitte, hör auf. Hey, kommt schon raus, ihr blöden Gespenster. Oder habt ihr selbst nicht genug Mumm? Uah! Was ist denn jetzt los? Er ist ohnmächtig geworden. Echt jetzt? Ist doch noch gar nichts passiert. Die Angst davor, dass etwas passieren könnte, war wohl schon zu viel für ihn. Trotzdem, so schnell aus den Latschen zu kippen. Wie feige kann man denn sein? Egal. Ich schätze, das war's. Verschwinden wir, oder? Brenne. Hm? Schnuthelm? Hast du was gesagt? Nö, ich war das nicht. Muss wer anders gewesen sein. Brenne. Buhuhu. Sind das... Da ist irgendjemand. Oder irgendwas. Da ist noch jemand hier in der Schule. Brenne. Brenne. Wer ist da? Wer ist da? Seht ihr das? Diese blaue Flamme da. Oh, ich halte es nicht mehr aus. Ich habe echt Angst. Uah! Viscora? Oh, ich kann auch nicht mehr. Tut mir leid, ich bin raus. Was soll denn das jetzt, Schnuthelm? Du kippst also lieber gleich um, bevor du noch mehr Muffensausen kriegst? Du machst es dir ja echt leicht. Und was soll ich denn jetzt machen? So bleibt mir ja nichts anderes übrig als... Nichts anderes übrig als... Wart ihr das? Habt ihr mich gerufen? Ihr traut euch ja was. Dabei habt ihr nicht die geringste Chance gegen mich. Uah! Ist das... Ihr wollt es wohl nicht anders. Ich werde euch das Fürchten lehren. Er zittert vor Angst, wie nie zuvor. Okay. Sind wir in der Schule? Haben wir alle das Bewusstsein verloren? Hey, seht doch! Pampam und Schnuthelm sind weg. Und Psiau auch. Was ist denn passiert? Ich bin irgendwie total orientierungslos gerade. Weil du als erstes ohnmächtig geworden bist, Jan. Direkt danach waren wir plötzlich von diesen fahlblauen Flammen umgeben. Was?
Und dann war da dieser riesige, furchterregende Schatten, der sich auf einmal über uns legte. Hey, nicht gleich wieder ohnmächtig werden. Ich schildere doch nur, was passiert ist. Reiß dich zusammen. Kipp ja nicht wieder um. Habt ihr irgendeine Ahnung, wo die anderen abgeblieben sind? Wo sind Pampam, Schnutal und Psiao? Ich weiß, wo sie sind. Psiao! Was ist passiert? Wo warst du? Ich bin Pampam und Schnutheim gefolgt. Die beiden wurden entführt. Was? Ich habe alles gesehen. Als dieser riesige Schatten aufgetaucht ist und alle vor Angst umgekippt sind. Da habe ich ausgeharrt und mich nicht erschrecken lassen. Das passt irgendwie total gut zu Psiao. Allerdings hatte ich natürlich keine Ahnung, was als nächstes passieren würde. Also habe ich erstmal so getan, als wäre ich auch ohnmächtig geworden. Was? Du hast nur so getan? Du bist ja unglaublich. Hast du denn gar keine Angst vor Gespenstern und sowas? Kein bisschen. Im Gegenteil, ich mag sowas. Schön und gut, aber jetzt erzähl doch weiter. Was ist dann passiert? Ich habe erstmal abgewartet. Bis irgendwann... dieser Schatten verschwunden ist. Und dann, als er weg war... sind auf einmal diese fahlblauen Flammen wieder aktiv geworden. Es sah so aus, als hätten sie Pampam und Schnutheim wie von Zauberhand weggezehrt. Wisst ihr noch, was die Augenzeugen gesagt haben, als Herr Porenta verschwunden ist? Ja, die meinten doch, sie hätten ihn zuletzt bei der Weggabelung gesehen. Und dass da auch diese fahlblauen Flammen zu sehen gewesen seien. Genau. Ich dachte mir also, dass da genau dasselbe passiert wie mit Herrn Porenta. Ich bin Pampam und Schnutheim dann einfach gefolgt. Und wo sind sie dann hin? Kommt, ich zeige es euch. Was könnte das nur für ein Pokémon sein? Vermutlich ja ein Geist-Pokémon. Das wäre irgendwie logisch, aber... fahlblaue Flammen? Ich habe erst so an Skelabra oder so gedacht, wegen Flammen. Aber so ein großer Schatten, dass er über uns alle drüber geht... das hat dann ja quasi schon, ich sag mal, Giratina-Ausmaße von der Größe her. Ich bin gespannt, was da tatsächlich hintersteckt. Ah, dieses Gebäude, wo wir noch nicht reinkamen. Hier, das ist es. Die Tür ist offen. Die Tür zum modrigen Mausoleum. Aber wie kann das sein? Opa und die anderen Erwachsenen haben doch gesagt, dass da niemand rein darf. Aber Pampam und Schnutheim sind jetzt da drin? Ja, sie wurden dort hineingezerrt. Das war das Letzte, was ich von ihnen gesehen habe. Oh, ich habe Angst, ich will da nicht rein. Mal im Ernst, was machen wir denn jetzt? Ich komme mit sowas nicht klar. Das ist so gruselig, ich kipp gleich wieder um. Jan, aber es hilft ja nichts, wir müssen da rein. Ich muss all meinen Mut zusammennehmen. Jan... aber die Erwachsenen haben uns doch verboten, da reinzugehen. Ich würde mich ja auch gerne an die Regeln halten. Aber worauf kommt es jetzt an? Doch wohl Pampam und Schnutheim zu retten, oder? Klar, die beiden können ganz schön fies sein, aber sind doch unsere Klassenkameraden. Da hast du natürlich auch wieder recht. Wir müssen alle unseren Mut zusammennehmen. Und dann los. Ich komme auch mit. Jan lasse ich auf keinen Fall alleine losziehen. Ich auch nicht. Ich komme natürlich auch mit. Das ist wirklich klasse von euch. Danke. Viscora, wenn du zu große Angst hast, dann warte doch einfach hier. Nein, ich komme auch mit. Außerdem hätte ich bestimmt viel mehr Angst, wenn ich hier alleine warten müsste. Und ich will den beiden ja auch helfen. Also gut, dann gehen wir alle zusammen. Lasst uns Pampam und Schnutheim retten gehen. Alles klar. Wie bin ich denn itemtechnisch aufgestellt, falls es da drin ein Dungeon ist? Ich glaube, ich habe von allem mehr als genug. Okay. Modriges Mausoleum betreten. Ja. Ah, okay. Wen nehmen wir denn jetzt mal mit? Wir haben Psiao. Ah, ich kann einen von denen mitnehmen. Ich meine, Viscora wäre wahrscheinlich so am schwersten.
Sesokid so mittel und Xiao irgendwie am einfachsten. Aber wir hatten Viscora ja auf jeden Fall schon dabei am Anfang und Sesokids auch. Und hatten wir Psiao dabei? Bin mir gerade gar nicht sicher. Ich möchte auf jeden Fall ganz gerne Psiao mitnehmen, da fühle ich mich irgendwie am sichersten. So groß ist der Levelunterschied jetzt ja auch nicht. Von daher gesehen, modriges Mausoleum. Ach, die anderen sind quasi auch dabei. Ich steuere nur Psiao. Ja gut, dann ist es ja, glaube ich, auch egal. Die Musik. Eieiei. Den Bezirk zersperren wir mal. Der Rest ist okay. Huch. Psiao schießt den Laser erstmal ab. Wunderschön. Mit so vielen Pokémon unterwegs zu sein, könnte schon etwas anstrengend sein. Also zu dritt okay, zu viert meinetwegen auch, aber wirklich zu fünft ist natürlich schon heftig. Vor allen Dingen ist es auch eigentlich bislang in PMD nie möglich gewesen. Vier war immer so das Maximum. Das ist dann doch jetzt gerade sehr gewöhnungsbedürftig. Aber das kriegen wir schon hin. Piu! Alle noch da, hoffe ich mal. Nach und nach. Ich bin echt gespannt. Der Dungeon sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Aber ich habe echt so ein bisschen Angst, was uns dort erwarten könnte. Weil es wird ja irgendein Pokémon sein. Das auf jeden Fall. Die Sache ist einfach, was für eins. Ich würde jetzt spontan auf ein Geist-Pokémon tippen. Aber, es könnte natürlich auch irgendwas in Richtung Unlicht oder Psycho sein. Also von den Flammen her. Ah, sehr schön. Ist es natürlich schon vielleicht eher sowas wie Skelabra, könnte ich mir vorstellen. Ich meine, Skelabra hat, glaube ich, keine blauen Flammen, aber es ist noch so am nächsten dran. Eine Lahmfalle, ja gut. Aber so diese Größe, ich weiß nicht. Sah für mich irgendwie nicht nach Skelabra aus. Aber so richtig großes Geist-Pokémon, da fällt mir irgendwie echt spontan nur Giratina ein, aber das wäre natürlich bisschen hart. Andererseits natürlich, also ich glaube nicht, dass es Giratina ist, so viel ist klar, aber wir hatten ja schon quasi Kontakt mit legendären Pokémon. Auf jeden Fall. Ah, nehmen wir auf jeden Fall auch. Dann haben wir so eine schöne Kombi. Ich meine, wir haben ja auch schon Deoxys und Rayquaza gesehen gehabt. Und wenn es in dem Spiel wirklich so ein bisschen um diese Versteinerung geht, dieser legendären Pokémon, dann fände ich es jetzt gar nicht mal so abwegig, auch mal auf Legis zu treffen, allerdings nicht so früh im Spiel. Gehen wir nach links. Es ist echt irgendwie anstrengend, so viele Pokémon dabei zu haben. Sesokids, beruhigst du dich bitte wieder? Bitte? Danke. Däh. So. Ui, Massenauflauf. Also ich bin echt gespannt. Ich finde diese ganze Geschichte so sehr interessant, muss ich sagen, dass es da in der Schule spukt und ich finde, sie haben es auch eigentlich ganz gut aufgezogen, dass immer mal so ein bisschen was gezeigt wurde, dass man auf jeden Fall neugierig wird und sich vielleicht auch selbst Gedanken macht. Jan sehe ich zwar gerade nicht, aber gut, was da eigentlich los sein könnte. Und es waren aber auch nicht zu lange Abstände dazwischen. Also eine Mission, finde ich, geht eigentlich voll klar. Ach, dich habe ich irgendwie gar nicht gesehen. Durch die Farbe. Huch, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte es eigentlich mit dem Samen austauschen, so. Mal gucken. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Ui. Ein, Schwerti. Grammokles, genau. Das war sein Name. Ich hatte gerade so Duokles, Durungard, wie hieß du nochmal? Ui, das war schöner Schaden. Aber es ist schon irgendwo ganz cool, so viele Pokémon dabei zu haben, weil jeder dann irgendwie angreift, teilweise auch auf Distanz, und das ist irgendwie voll cool, dass alle so schön zusammenarbeiten. Also das finde ich echt schön, dass wir alle zusammen jetzt hier unterwegs sind, auch wenn es vielleicht ein bisschen verwirrend ist. Autsch. Weg. Ui, ein Apfel. Nimm ich.
aber auch die Pokémon, die man hier antrifft, finde ich doch sehr, sehr passend. Ich meine, ich kann mir unter dem Namen dieses Dungeons jetzt nicht so viel vorstellen, außer Gruselhaus. Und da finde ich sowas wie Golbit und Weberak, gerade Weberak für mich, schon sehr passend. Mal gucken. Aber auch diese Musik, also ich finde, die Musik verheißt zwar nichts Gutes, aber sie klingt jetzt nicht so unendlich gruselig. Es geht eigentlich noch. Mal gucken. Hier ist nur eine gigantische Weggabelung. Na gut. Einmal alle durchwechseln und dann hier rüber. So, was haben wir da noch? Schon wieder ein Mini-Belebersamen, den man irgendwie fast nicht gesehen hätte. Tauschen wir mal hier aus. Belebersamen sind immer gut. Die würde ich niemals einfach so liegen lassen, wenn es irgendwie zu vermeiden ist. Es macht mir nur, ehrlich gesagt, etwas Angst, dass hier so viele Belebersamen rumliegen. Ich meine, ich gehe eigentlich schon fest davon aus, dass wir einen Bosskampf haben werden, weil es mal wieder an der Zeit wäre. Aber wenn hier so viele, ich weiß ja nicht, ob die Belebersamen, sag ich mal, mehr oder minder gescriptet sind. Oder ob es jetzt Zufall ist. Wenn sie gescriptet sind, macht mir das große Angst. Weil ich mir dann denke, der Bosskampf wird mit Sicherheit böse werden. Andererseits, so Bosskampf mit so vielen Pokémon ist mit Sicherheit auch sehr cool. Ich lasse mich überraschen. Das sind ja alles nur so Theorien, beziehungsweise so ein bisschen was an PMD-Erfahrung gehört da vielleicht auch dazu. Oder so allgemein Videospielerfahrung, würde ich vielleicht sagen. Gut, die Sinelbeere. Ah, das Gift ist natürlich nicht ganz so gut, aber hier müsste jetzt ja auch eigentlich irgendwo mal die Treppe sein. Ach ja, du bist ein Geist, ich sollte vielleicht keinen Ruckzuck lieber einsetzen. Ich meine, ich frage mich eigentlich, warum ich... Huch, das war ein bisschen doof. Warum ich mir jetzt ein Teammitglied noch aussuchen durfte, wenn die sowieso alle dabei sind, aber okay. Nein, das Geld will ich noch haben. Ich bin, wie gesagt, einfach mal gespannt, was da noch so auf uns warten wird. Härte du dich ruhig, das wird dir auch nicht helfen. Einmal Laser, einmal Vakuumwelle, noch ein Laser und Sesokids denkt sich so, warum sollte ich irgendwas tun? Na gut, ich würde aber sagen, wir machen jetzt erstmal Schluss für heute, weil ich keine Ahnung habe, wie groß dieser Dungeon ist und ich auch keine Ahnung habe, wie viel da noch kommen wird. Und der letzte Part war schon so extrem lang. Dementsprechend würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Super Mystery Dungeon und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao Leute!